heute möchte ich euch ein ganz schnelles, einfaches Peeling zeigen, was ihr machen könnt. Dafür benötigt ihr Zucker und Öl. Je nachdem könnt ihr auch Honig hinzufügen. Hier. Aber es ist kein Muss, weil eure Haut durch das Öl auch schon weich wird. Ich mache meistens so 2 Esslöffel Zucker und dann wenig Öl dazu und dann ist das für mich sehr gut, zum Beispiel für die Hände. Wenn ihr das danach einfach schön einmassiert habt, wie als ob ihr euer Gesicht peelen würdet, könnt ihr das einfach mit warmem Wasser wieder abspülen. Und was ich da noch empfehle, ist nochmal die Hände einzucremen. Aber ihr werdet schon merken, nachdem ihr das Peeling von euren Händen, Füßen oder ihr könnt es natürlich auch als Ganzkörperpeeling nehmen, abgewaschen habt, dass euer Körper, beziehungsweise je nachdem, was ihr gemacht habt, schon sehr weich geworden ist. Ich mache das halt an meinen Händen sehr gerne und finde, dass durch das Öl, ich nehme meistens Pflanzenöl, kein Olivenöl, meine Hände auch schon weich sind. Vor allen Dingen bei dieser Jahreszeit, finde ich, ist es ja sehr schlimm mit trockenen, rauen Händen und da ist das echt so ein kleiner Tipp am Rande, der wirklich hilft. Ja, das war's auch schon und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ciao!